Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Magic Duels. Wir spielen heute im Story Mode weiter und zwar sind wir immer noch bei Origins, wo wir bei Liliana hier mal weiter gucken müssen. Wir sind jetzt hier bei der zweiten von fünf verschiedenen Storytime. Und zwar, du erfährst, dass diese Welt Innistrad heißt. Hier verschreibst du dich der dunklen Kunst der Nekromagie, um den Tod zu entfliehen, der um Haaresbreite dein Leben gefordert hätte. Du strotzt vor neuer Macht und triffst auf den Unterschlupf einer Einsiedlerhexe. Eine ideale Gelegenheit, dein Können zu testen. Ja, wir kämpfen also heute gegen eine Einsiedlerhexe, wo ich eigentlich erst gedacht habe, dass das ein Typ ist, wenn ich ehrlich bin. Sieht schon ein bisschen männlich aus, der gute Mann. Lol, alles klar. Vielleicht ein bisschen viele Länder. Neue Handkarte, bitte. Oh, wow. Vielleicht ein bisschen wenig Länder. Sollen wir das halten? Es ist jetzt natürlich scheiße. Beide Handkarten sind relativ scheiße. Wir können halt hier was auf 1 halt rausspielen direkt. Müssen halt dann hoffen, dass wir eine Ding kriegen, wenigstens. Ja, spielt. Ich denke, die Hexe wird blau. Wird grün-schwarz sein, denke ich. Ja, da ist auch das zweite Land. Das ist perfekt. Damit können wir was machen. Nein, ich hätte gern dich. Ich muss mich jetzt wieder angewöhnen, etwas langsamer zu spielen. Ich habe jetzt gerade eine Weile lang Hearthstone aufgenommen. Hearthstone. Hearthstone. Deswegen muss ich da jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier in Magic. Holt ein 2-2er, kann sich damit, wenn er den Sack, glaube ich, für einen Miner und Second kann er sich noch ein Busch aus seinem Deck holen. Ne, natürlich ein Forest. Okay, wir ziehen jetzt gerade nur noch Sümpfe. Nur noch Swamps. Okay, dann hauen wir den hier raus. Wir wollen natürlich nicht jetzt angreifen. Obwohl, wollen wir. Doch, wir wollen angreifen. Mal gucken, ob er den Block setzt. Weil wenn er den Block setzt, dann haben wir nämlich sein Board wieder geklärt. Das wäre eigentlich ganz gut. Angriff bestätigen. Und er kann sich außerdem keinen Sumpf rausholen. Das ist ganz angenehm. Das ist. Quatsch, kein Sumpf, kein Forest. Das wäre ganz angenehm. Auch wenn jetzt beides tapped ist, dann kriegen wir halt 2 Schaden. Dinge geschehen, Freunde, Dinge geschehen. Okay, was kommt da? 2-2er, wenn er 3 Mana zahlt, kriegt er +2/+2. Bis zum Ende des Zuges. Kann man machen, spielt noch ein Forest raus, könnte jetzt sein Elch sacken. Greift aber damit an. Das ist okay für mich, Leute, das ist okay für mich. Kriegen wir 2 Damage. Zack, weiter. Gut. Dann spielen wir noch einen Sumpf. Spielen noch so einen Gobble-Gobble. Halten uns einfach mal 2 Mana offen für Altar's Reap. Können wir ja dann immer noch einsetzen. Und greifen wieder mit unserem 1-1 an. Theoretisch hätten wir auch jetzt mit dem 2-3 angreifen können. Das war ein bisschen unüberlegt, aber an sich will ich halt. Ich spiele noch so eine Töle raus. So, mal gucken, wenn er jetzt in Attack Step geht und mit beidem angreift. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht angreifen. Okay, wie viel braucht er nochmal? 3 Mana braucht er noch, okay. Alles klar. Der baut sich gerade ein bisschen ein Board auf, Leute. Baut sich gerade ein bisschen ein Board auf. Was kann denn der hier nochmal? Immer wenn ein Zombie oder der hier stirbt, verliert ein Gegner einen Lebenspunkt. Das ist eigentlich okay. Der 3-2. Das ist halt nicht so überaus stark. Aber wir spielen jetzt mal die Krähe raus. Und machen hier jetzt auch, ich denke, wir machen jetzt hier auch mal End Turn. Weil ich gerade nämlich sagen muss, dass es ist ein bisschen doof, dass der hier jetzt gerade so viele Forests hat oder alles. Jetzt greift er an natürlich mit einer 2. Das ist okay, wir müssen leider die 2 Damage durchlassen. Wir machen hier den Trade. Der hier stirbt auf jeden Fall. Und so passiert nichts. Wir kriegen 2 Damage. Okay, er tappt für Mana. Warum hat er jetzt 2 Mana getappt? Ah, er hat die Ability eingesetzt. No! Warum hast du das getan?
spielen wir den Dicken hier raus und dann wirst du zerstört. Und jetzt fliegen wir ihm für 2 ins Gesicht. Die Wölfchen sind gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen. Gut, man kann sie für 3 Mana nur buffen, aber es ist halt trotzdem 3 Mana plus 2 plus 2. Das ist schon nicht gerade das Schlechteste. Damit kann man es halt auf jeden Fall das Überleben von so einem Wolf gewährleisten und halt zusätzlich noch, dass vielleicht eine Kreatur mitnimmt, die vielleicht gar nicht so scheiße ist. Okay. So. Er greift mit beiden an. Er hat genug, um einen zu buffen. Jetzt mal gucken, wen er bufft. War klar, dass er den hier eigentlich bufft. Dass halt mehr Viecher draufgehen. Das Gute ist, wir können den Wolf jetzt hier einfach mal wegmachen. So, unser Zug. Wir ziehen einen Swarm. Das ist natürlich uncool. Alter's Reap möchte ich jetzt in dem Moment eigentlich nicht einsetzen. Das Gute ist, da jetzt relativ viele Zombies auch gestorben sind, hat unser rachsüchtiger Tode natürlich hier ordentlich unseren Gegner auch noch Damage verlieren lassen. Quatsch, Damage. Hier Ding verlieren lassen. HP. Das ist eigentlich ganz cool. Ich hoffe, dass er jetzt in nächster Zeit keinen Minion mehr zieht. Er dürfte jetzt nicht mehr so viele Wölfe drin haben im Deck. Macht einen Turn. Oh, jetzt geht's wieder los mit diesen vielen Swarms. Es ist deswegen finde ich die Decks, die hier in der Kampagne gestellt werden, eigentlich immer nicht so geil, weil guckt euch das mal an. Also so viele Swarms für so ein Deck braucht man gar nicht. Ich habe halt immer das Gefühl, dadurch, dass wir weniger Karten haben, packen die alle guten Minions halt, also besser gesagt, alle guten Minions jetzt nicht, aber alle Minions halt raus. Und dafür packen sie halt dann, lassen sich die Swarms halt einfach, oder besser gesagt, die Länder halt einfach drin. Und dadurch wird das Deck halt dann geschwächt oder wie auch immer. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl von aus dem Friedhof unter deine Kontrolle ins Spiel. Jawohl. Diese Kreatur ist zusätzlich ein schwarzer Zombie. Jetzt gucken wir mal. Ja. Bestätigen. Das war die beste Wahl, meiner Meinung nach. Weil damit können wir halt jetzt dieselbe Bufferei machen wie er auch. Attack! So. Haben wir ihn jetzt auf 7 unten. Jetzt mal gucken, ob von ihm noch irgendwas kommt hier irgendwie. Er deklariert den Angriff. Den lassen wir jetzt noch durch. Das ist okay. Er macht uns jetzt halt 4 Damage. Mein Gott, Leute. Mein Gott. Der ist dafür jetzt getappt und damit können wir ihn dann höchstwahrscheinlich dann finishen im nächsten Zug. Ne, können wir nicht. Oh. Ne, er kommt auf jeden Fall nicht mit Counter aufs Board, weil keine Kreatur gestorben ist. Noch ein Swarm, wer hätte es gedacht? Attack. Ich will hier jetzt eigentlich nicht irgendwie reinhauen, das wäre ein bisschen dumm an der Stelle jetzt, weil er kann hier den Block deklarieren und dann würden unschöne Dinge geschehen, liebe Freunde. Da würden unschöne Dinge geschehen. Jetzt lass dich mal kurz rechnen. Wenn wir jetzt hier angreifen, dann würde ich, sagen wir mal, hier blocken. Der hier könnten wir buffen, dann wäre der hier tot. Der hier würde aber den töten. Wir würden ihn dadurch aber trotzdem Schaden machen, und zwar 2. Bist du auch ein Zombie? Ne, du stirbst aber auch nicht, gell? 4 Damage, 2 Damage würden wir nochmal extra machen. Keiner davon hat Trampel, der kriegt aber auch keinen Trampelschaden, gell? Nö. Das heißt, wenn wir ihm 4 Damage machen, er hat einen. Nee, das wäre nicht klug, Leute. Das wäre nicht klug.
So, wir machen ihm einfach ganz cool 2 Damage und gucken dann einfach mal, wie es weitergeht. Wir können ja immer noch einen Alter Sweep spielen, dann irgendwie, um eine Karte zu ziehen. Okay, er geht in seinen Angriff-Turn, greift mit allem an. Okay. Block-Segment. Das wird jetzt ganz lustig. Er hat 10 Mana offen. Wir blocken hier. Wir blocken hier. Block bestätigen. Spontan kurz hier. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war nicht intelligent, Leute. Ich habe vergessen, dass ich kein Forest habe. Ups. Das war jetzt lucky, dass wir die Karte gezogen haben. Oh shit. Boah, das war jetzt gerade hier. Wir kriegen 4 Damage, das ist okay. Oh, wow, das war jetzt gerade. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt echt nicht so gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Dass da jetzt ist, hier der Buff noch hinterherkommt und. Das war doch ein bisschen lucky, muss ich sagen. Wir haben noch 8 HP. Wir greifen an, weil selbst wenn er kann jetzt. Obwohl, er würde warten, bis der Block deklariert ist. Also von dem her ist es jetzt egal, wie wir das machen. Er kann nicht blocken hier an der Stelle. Komm, auf 1 HP haben wir jetzt Runde. Jetzt werden wir ja hier wohl ihn töten können, oder? Freunde. Wenn er jetzt natürlich plus 4 kriegt. Ja gut, dann wäre es ein GG, Leute. Er macht den plus 4. Wenn er jetzt noch diesen Buff hat. Hat er aber nicht. Gut, damit haben wir gewonnen. Auch wenn es sehr, sehr close war. Was ist denn da los, ey? Was war denn hier los, liebe Freunde? Okay, wir greifen nur mit der Krähe an. Bestätigen. Wenn er ihn jetzt töten sollte, die Krähe, ist das auch in Ordnung für mich. Er kann ja nicht blocken oder sonst was machen. Boah, knappes Match. Nicht so gut gelaufen, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Und kriegen 20 Orkhorn auf die Tasche. Nice. Und wir haben verräterischen Drang gekriegt. Eine Kreatur geopfert, die dein Gegner besitzt. Ha! Das Knirschen der Knochen ist deutlich zu hören, als der Diener der Einsiedlerhexe von den Toten aufersteht, um einen neuen Herrn zu dienen. Dir. Es kann kein Zweifel an deinem Talent für Nekromagie geben. Du bist mit deinen neuen Kräften sehr zufrieden und beschließt, dass die Zeit reif ist, nach Dominari zurückzukehren, um dich am Rabenmann zu rächen. Um dich am Medivh zu rächen. Ja, und bevor wir jetzt hier weitermachen, bedanke ich mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Magic Duels oder bei einem anderen Let's Play. Bis die Tage dann. Tschüss.